So, zurück beim Podcast. Jetzt können wir es ja offiziell Podcast nennen. Die eure Rückmeldungen waren ja überragend und ihr wolltet mehr davon. Und wir mussten euch versprechen, dass das Ganze auch nicht nur auf YouTube stattfindet, sondern auch auf iTunes, Soundcloud, Spotify, was auch immer. Ich habe mich immer noch nicht damit beschäftigt, wie das geht, wie das funktioniert. Und wir gucken mal, dass wir mindestens zwei Kanäle bedienen. Was nehmen wir erstmal? iTunes und Soundcloud sicher und dann gucken wir, was sonst noch kommt. Genau. Und, haben wir eben auch schon besprochen, wir werden es trotzdem weiter auf YouTube hochladen. Einfach aus dem Grund, wenn ihr mit uns interagieren wollt oder weitere Fragen habt, was auch immer, oder wir euch was fragen, dann kommt das immer unten in die YouTube-Kommentare, weil wir so oder so auf YouTube sind, um eure Kommentare, Fragen, was auch immer zu beantworten. Dann schaffen wir es schon wieder, unser leidiges Zeitthema. Mich nervt es langsam selber, dass wir es immer sagen. Wir machen allen Blödsinn und haben keine Zeit. Ja, gehen sogar 11.11. feiern. Du nicht. Du hast was Sinnvolleres gemacht, da kommen wir auch noch gleich zu. Nicht zu, ja. Hast du mal die Themenliste? Ja, ich wollte noch irgendwas sagen, was ich jetzt aber irgendwie schon wieder vergessen habe. Kenne ich. Das, ja, hatten wir eben. Wir haben gerade eben schon ein Video aufgenommen. Was Sebastian da vergessen hat, seht ihr in dem Video. Ist gut, wir können jetzt schon hier Cross-Promotion machen. Super, Kanäle. Läuft. Also, Themen sind heute, was eigentlich nochmal die Idee unseres Channels war. Das haben wir nämlich eigentlich noch nie so wirklich erzählt. Kommt mir zumindest so vor. Dann wollen wir uns so ein bisschen bedanken bei euch für das tolle Feedback. Dann war ich am Sonntag in Bonn, kommt auch mal vor. Auf jeden Fall war da das erste Triathlon Summit, quasi, wie soll man sagen, unterstützt bzw. gegründet von der vom Team von Blue Line Performance. Und nochmal vielen Dank schon mal vorweg. Und dann wollen wir so ein bisschen erzählen, wie haben wir denn uns eigentlich kennengelernt, Nick? So eine kleine Love Story quasi. Echt, so wolltest du das machen? Ich dachte eigentlich, dafür wollten wir den Podcast ja auch nutzen, weil wir es auf dem YouTube-Kanal noch nie so richtig gemacht haben, außer mal ein paar Fragen beantwortet, die Hintergründe, so was wir sportlich und so gemacht haben. Aber du hast doch so Ich dachte, du wolltest es nicht erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Aber du hast doch so romantische Musik jetzt schon hinterlegt für später. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte mit dem Stichwort Musik. Du hast ja letztes Mal schon versucht, einen Jingle einzusingen. Nein. Und wir haben immer noch keinen und ich weiß auch nicht, wie das geht. Wenn das aber einer von euch weiß, baut uns ein. Das wäre super. Ey, wenn das klappt. Ja, das wäre unfassbar. Ich würde es so feiern. Ich auch, aber An welche E-Mail-Adresse? triathloncrewcologne@gmail.com. Steht auch beim YouTube-Kanal. triathloncrewcologne@gmail.com. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und wenn ihr nur was aufs Handy einsingt und uns schickt, fände ich auch überragend. Wir wechseln dann auch, ne? Wir zeigen alle oder hören uns mal alle an. Ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt versprechen sollen, weil wenn dann nur einer kommt. Dann wissen alle Bescheid. Oder keiner kommt. Ich wollte gerade sagen, was machen wir, wenn keiner kommt? Kannst du einfach einen schon mal einsingen? Das machen wir dann hier nach nochmal, dass wir einfach sagen können, ja, einer war da. Ich mach's dann später. So, weitere Themen, weil jetzt sind wir wieder wir sind momentan ganz groß im Abschweifen. Ja, habt ihr das letzte Video gesehen? Das war ganz schlimm. Das war unfassbar. Abschweif Sebastian könnte man ihn nennen. Ja, ich weiß auch nicht, was los ist momentan. So, wir sprechen mal so ein bisschen über das Thema Limits im Ironman. Das ist heute so ein bisschen der wissenschaftliche Part, der auch ein bisschen vorkommen soll weiterhin. Und da könnt ihr echt mal sehr drauf gespannt sein, habe ich mir viele Gedanken zu gemacht. Und dann gibt es noch, wir wollen so ein bisschen ein paar Empfehlungen noch geben, einfach mal nebenher. Ein paar Dinge, die wir cool finden, ob das ein Buch ist, ein Hörbuch oder irgendwie ein Social-Media-Link. Da könnt ihr einfach gespannt sein, was wir da für euch vorbereitet haben. Aber fangen wir an. Genau, fangen wir an mit dem 11.11. bei mir ist die Story schnell erzählt. Ich war in Köln, habe mich verkleidet und war saufen und bin irgendwann schlafen gegangen. Und was dazwischen passiert ist, weiß ich auch nicht mehr. Nee, das erste Thema ist die Idee zum Podcast, Nick. Hast du dich verlesen? Ach so, scheiße. Ja, ich fange mal an. Zu den coolen Sachen. Nee, also erst nochmal die Idee zum Podcast, beziehungsweise eigentlich ja auch irgendwie zum ganzen Channel. Ja, wie soll man sagen, der Nick hing mir damit schon die ganze Zeit in den Ohren. Ich würde sagen mal so ein halbes Jahr oder so, keine Ahnung. Als er schon die Videos mit Johann gemacht hat und hat gesagt, ey Basti, schau dich mal auf YouTube rum. So ein bisschen das, was du eigentlich tagtäglich machst, gibt's da nicht. Und hättest du nicht mal Bock darauf, da sowas zu machen? Und dann habe ich gesagt, Nick,
Ja, Sebastian wollte nicht. Ja. Der hatte irgendwie sowas, eine Promotion oder so, weiß ich nicht. Also auf irgendeiner Messe gearbeitet als Hostess. Promotion habe ich gemacht, ja. Genau, dann hatte er dann noch ein bisschen was zu tun und habe ich gesagt, okay, wenn ich damit fertig bin, genau, also, dann hast du mich. Für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, seine Doktorarbeit hat er geschrieben, musste die dann noch verteidigen und solche Geschichten. Also war komplett am Limit eh schon, Ich habe trotzdem weiter genervt, hat leider nicht geklappt und musste ein halbes Jahr warten. Genau, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich durch und jetzt können wir da gerne mit starten. Und dann habe ich gesagt, aber wenn, dann machen wir es auch so, dass es irgendwie, ja, wir halten nichts zurück. Irgendwie wollen wir wirklich mal was Neues zeigen und auch irgendwie mal Transparenz zeigen, was, glaube ich, oder unserer Meinung, ne, das sprechen wir häufig drüber, ein großes Thema unserer heutigen Zeit ist. Also es ist halt nicht mehr irgendwie, jeder sitzt in seinem stillen Kämmerlein und glaubt, dass er die Weltformel erfunden hat. Die Zeiten sind irgendwie vorbei und das ist ich halt arbeite cool. Da noch dran. Ja, ich heimlich auch. Aber der Punkt ist so, das habe ich auch viel von Dan gelernt. Der war ja auch schon bei uns auf dem Channel und ich glaube, da waren auch viele beeindruckt. Und ja, das zeigt eigentlich, in welche Richtung es gehen kann und wie man auch kommunizieren kann. Und das wollten wir einfach hier machen. Und dann ist natürlich echt super viel entstanden in diesem Jahr mittlerweile, muss man sagen, womit wir niemals nie gerechnet hätten. Auf, glaube ich, zwei Ebenen. Einmal, dass wir es durchhalten und wirklich so viele Videos raushauen können. Dass wir es miteinander aushalten. Ja, das stimmt. Ja. Aber das, darüber dass die Tafel so lange hängen bleibt. Genau, dass die Tafel so lange hängen bleibt. Und auch dann natürlich eure unfassbar geilen Kommentare, Rückmeldungen, E-Mails, Likes, was auch immer man dann noch dazu zählen kann. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen euch geschuldet, dass wir halt auch wirklich dran geblieben sind und wirklich so viel wir konnten eigentlich produziert haben und rausgehauen haben dann. Ja, und das ist, also muss ich auch nach wie vor sagen, das ist echt die höchste Motivation, die man irgendwie da so bekommen kann. Und gerade dieser Austausch freut mich immer wieder. Genau, also nicht nur diese Kommentare, ey, cool, so. Ja. Wie? Vielleicht mache ich das mit dem Jingle besser. Ja. Sondern auch wirklich in die Tiefe gehende Fragen, Diskussionen, Anregungen oder auch, wenn wir mal kleine Fehler gemacht haben oder auch größere Fehler, die ihr bemerkt habt, uns geschrieben haben. Hm. Also die Geschichten, die wirklich auch weitergehen, das sind so die Sachen, wo wir uns immer mega drüber freuen. Ja. Wer sie als erstes liest, screenshottet sie immer und schickt sie dem anderen. Ja, teilweise. Nur damit ihr wisst, wie das hier so hinter den Kulissen bei uns abläuft. Ja, genau. Deshalb auch, und das muss man jetzt so als Überleitung, glaube ich, oder kann man als Überleitung nehmen, vielen lieben Dank für dieses unfassbare Feedback auch schon wieder für den ersten Podcast. Ich meine, da setzen sich zwei Typen hin, labern so ein bisschen über Triathlon. Ich habe auch ehrlich nicht gedacht, dass das irgendwie ankommt, deswegen haben wir es ja auch nur auf YouTube hochgeladen. Ja, und insofern unfassbar vielen lieben Dank auch für alle, die, was war es nochmal? Was sollten die nochmal schreiben? Hier? Ich, genau. War auch lustig. Auf jeden Fall, ja, deswegen haben wir gesagt, wollen wir weitermachen und wir ziehen es jetzt auch durch. Ja, also, das ist jetzt quasi Podcast Hashtag 1, der erste richtige. 1.b. 1.b, genau, und oder 1.2, ich weiß nicht, wie machst du das in deinen wissenschaftlichen Ausarbeitungen? 1.2. Ja, und dann ist es 1.2, wir wollen da schon wissenschaftlich bleiben. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Aber ist ja egal, wir kommen einfach jetzt dann mal. Ja, der Nick ist im Suppenkoma, wir haben beide gerade eine Pizza gegessen. Ja, anderthalb Pizzen. Ja, stimmt. Du hast ja noch so eine extra Pizza bestellt. Ja, man kann nie genug Pizza essen. Du bist schuld. Ja. Ja, dann kommen wir zum Triathlon Summit. Nick hat das eben schon gesagt, was er am 11.11. gemacht hat. Ja, die Story kennt ihr schon. War unterwegs. Auf jeden Fall, ich war auch unterwegs. Und zwar war ich in Bonn beim Triathlon Summit. Im Sportpark Nord da oben, richtig geiles Trainingszentrum, was die Bonner haben, nach wie vor, wie ich finde. Und Maurice Müller, ich glaube, der war da eigentlich hauptverantwortlich und sein Team haben da echt eine sehr, sehr coole Veranstaltung auf die Beine gebracht und das zeigt es ja auch wieder so ein bisschen, was ich eben gesagt habe. Ne? Also der Austausch wird mittlerweile gepflegt, wir sind in einer anderen Zeitrechnung irgendwie angekommen und was da geteilt worden ist, welche Gespräche aufgekommen sind, hat mich tierisch gefreut, auch die Leute. Das war für mich irgendwie, das ist ja manchmal surreal. Also mittlerweile komme ich ja irgendwo hin, im Triathlon-Zirkus, sage ich jetzt mal, der große Triathlon-Zirkus. Und dann sprechen mich ja Leute direkt mit Vornamen an, kennen mich. Und ich stehe mal vor denen und denke, woher wissen die meinen Namen? Scheiße, wer ist das? Ja, wann habe ich mit dem gesoffen? Ja. Okay. Und
Und deshalb fand ich das wirklich unfassbar, auch wieder dort. Irgendwie, ich hatte das Gefühl, so, ja, ich weiß nicht, ob die Hälfte war, aber wirklich viele Leute, die da waren, haben mich dann angesprochen auf den YouTube-Channel und wie cool sie das finden. Und ja, teilweise sogar, dass sie mich mal persönlicher kennenlernen wollen und mal sehen, wie ich das dann mache. Also, da weiß ich ja gar nicht, da fehlen mir wirklich ein bisschen die Worte. Also, das, wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, ich habe mit viel gerechnet, aber mit sowas ganz, ganz bestimmt nicht. Und ja, waren tolle Vorträge über Athletiktraining, ja, Sport, ja, mentales Training, also Sport, Psychologie. Dann so ein bisschen, der Dan hat immer so aus seinem Alltag fast berichtet. Vor allen Dingen hat er aber auch Rocky Balboa Videos gezeigt. Da, ja, wenn du das hörst, ich merke mir das für folgende Vorträge. Und finde ich schon mal gut, sehr, ja, sympathisch. Und dann gab es noch so ein bisschen so ein Nerd-Thema auch, was auch ganz interessant war. Da habe ich sogar noch mal was gelernt, da ging es um Datenauswertung. Stimmt, dass du mir erzählt, du weißt endlich, welche Funktion deine Garmin alles hat. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe gar keinen Garmin aktuell. Was deine Garmin potenziell alles kann. Ich habe nochmal, ich habe wirklich keine Garmin aktuell. Polar, ne? Nee, ich habe eine 10-Euro-Stoppuhr von Decathlon. Also eine, ach stimmt, das hast du schon mal erzählt. Ja, ja, und ansonsten gucke ich auch öfters mal auf die Küchenuhr, laufe los und komme dann wieder und denke so, oh cool, bist 35 Minuten gelaufen. Ja, weil für mehr reicht es aktuell schon nicht. Was ja. So, was war dein Thema im Vortrag? Habe ich vergessen. Nein, Quatsch. Also war eigentlich so ein, ja, wie sagt man, buntes Potpourri oder bunter Potpourri? Bunter Mix. Potpourri ist richtig. Ja, ein bunter Mix aus YouTube-Vorträgen. Nein, Quatsch. Es ging darum, ja, physiologisch begründete Leistungsdiagnostik und Trainingsbereiche. Und darüber haben wir dann so ein bisschen auch Training abgeleitet natürlich. Ja, war cool. Werde ich vielleicht auch nochmal die eine oder Sache hier auf YouTube zeigen, die ich da gemacht habe. War toll, wie wir dann auch diskutiert haben und welche Nachfragen kamen. Und ich glaube, dann hat Dan dann später speziell dann auch nochmal daran angedockt, obwohl wir es nicht abgesprochen haben, aber das ist irgendwie häufig so mit Dan und mir, dass wir da irgendwie so Themen ineinander greifen automatisch, weil wir uns auch klar mit den ähnlichen Dingen beschäftigen. Von daher war das sehr, sehr cool. Ich hatte leider kein Rambo-Video in meinem Vortrag. Wie gesagt, nächstes Mal. Ja, man lernt nie aus. Ja, genau. Rambo oder Rocky Balboa geht immer. Ja, genau. Kannst du den Jingle? Ich übe ihn bis zum nächsten Mal, wenn wir keinen anderen eingeschickt kriegen. Genau, am Ende läuft er auf jeden Fall die Treppe hoch und jubelt ja irgendwie so, glaube ich. Ihr wisst alle, was gemeint Vielleicht ist. Vielleicht spielen wir das mal nach oder sowas. Genau, am Jahrendenkmal. Ansonsten, ich habe schon gesagt, eben so Nick, wir werden euch auf jeden Fall zeitnah, oder wenn dann der Termin dann irgendwann feststeht, auf den zweiten Summit hinweisen. Ja, also Maurice und sein Team, die Blue Line Performance Leute, haben auf jeden Fall schon gesagt, es gibt einen zweiten. Ich hoffe nicht wieder an Karneval, sonst kann ich ja wieder nicht kommen. Ja, es wird nicht nochmal auf den 11.11. Sonntag fallen, vermutlich. Und die sind sehr motiviert, haben sich auch sehr gefreut und ganz, ganz tolles Feedback von euch. Also wer das jetzt hier hört und auch dort war, vielen Dank auch für das Feedback, was ihr den Leuten gegeben habt, weil das ist natürlich größte Motivation, sowas nochmal zu machen. Und es kommt auch bei dir an, ist ja auch cool zu wissen, ja, für Leute, die Feedback, genau, geben. Also Maurice hat auch teilweise weitergeleitet, also zitiert, und das fand ich wirklich sehr, sehr toll. Vor allen Dingen, eine Sache hat mich richtig gefreut, und zwar habe ich das auch häufiger selbst auf wissenschaftlichen, größeren wissenschaftlichen Kongressen festgestellt, dass es halt mittlerweile manchmal auch nur eine Verkaufsveranstaltung ist. Und das war es dort definitiv nicht. Ja, das war richtig, richtig cool. Jeder hat das gesagt, was er weiß. Es ging nicht um einzelne Produkte oder irgendwelche Projekte, sondern es ging wirklich darum, sich auszutauschen. Um die Sache Training. Ja, es ging, nein, vielmehr, es ging um die Sache. Punkt. Und das fand ich toll. Und wie gesagt, wir werden euch darauf hinweisen und hoffentlich sind nächstes Jahr dann noch mehr Leute da. Mehr Leute, mehr Austausch. Mega cool. Definitiv. Ja. Da müssen wir es über 3 Tage machen. Maurice, plan schon mal. Und einen Hörsaal mieten wahrscheinlich. Genau. Ja, das wäre doch auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ja. Hört sich super an. Ich will beim nächsten Mal auch dabei sein. Deswegen, mein Wunsch ist dann nicht ein Karneval. Was war deine... Sonst noch Termine, wo wir nicht können? Dass der Maurice das weiß schon mal. Wenn er Maurice, wenn du das hörst, frag uns vorher. Ja. Bitte, bitte mit uns absprechen. Genau. Und Yannick, was war deine Kater-Vermeidungsstrategie am 11.11.? Viel Flüssigkeit. Ja. Also in Bierform. Ja, Kölsch ist ja Wasser. Also ja. Das Thema Bier ist auch hier in dem Podcast schon beim zweiten Mal wieder präsent. Und wir haben immer noch hier keins stehen. Ja, du wolltest ja nicht. Ich wollte eigentlich noch runtergehen zum Kiosk und mindestens mal eine Patrone holen.
Ja, aber dann wäre es wieder ungekühlt gewesen wahrscheinlich. Nee, es gibt es gekühlt hier unten im Kiosk. Ah, okay. Ich gehe nächstes Mal. Nächstes Mal bin ich besser vorbereitet. Da habe ich hier wir uns hier in Kölsch stehen. Aber gut, zum nächsten Thema, was hier jetzt bei uns auf der Liste steht. Wir sind jetzt schon wieder 15 Minuten drin, sonst wird das wieder noch länger. Über uns steht da jetzt. Über uns. Wolltest du jetzt die Kennenlerngeschichte erzählen? Also kurzum, Nick hat an der Spur studiert, ich habe an der Spur studiert. Wir haben beide Triathlon gemacht, trainiert, haben uns darüber kennengelernt über so eine Trainingsgruppe. Da war damals echt viel Dynamik drin. Ne? Johann war da, Freddy war da. Ja, das war echt geil in Köln. Ja, also da waren viele Jungs und auch Mädels, die Bock auf Triathlon hatten. Und damals war das auch alles ein bisschen unkomplizierter, denn wir hatten teilweise noch gar kein Wattmesssystem. Das heißt, wir konnten auch mal in der Gruppe fahren. Ich hatte da noch keiner am Anfang. Ja, ich weiß es nicht. Ja, also da war es ja wirklich so, wir haben eigentlich alles, was wir konnten, zeitlich so zusammen trainiert und teilweise wart ihr schon geplanter unterwegs. Ja, du warst nicht so häufig beim Frühschwimmen, komischerweise. Ja, weil ich ja du konntest einmal ja die Woche und dann habe ich euch ja lang gemacht. Ich habe ja gewartet, bis du endlich aufholst, dass wir mal auf Augenhöhe schwimmen können. Habe ich dann ja gemacht. Ja, so halb. Boah. Alles stimmt schon, alles stimmt nicht. Nicht so konstant. Genau, ja. Also das war echt das Geile. Wir haben viel trainiert. Mein Trainingsplan bestand immer so darin, dass ich angerufen wurde. Oder angerufen hast. Ja, ey, was trainierst du heute? Oder Johann immer, ich muss Intervalle fahren. Wann kommst du mit? Ja, wann geht's los? 10 Minuten, okay, Attacke. Ja. Das war halt mit allen so, alle flexibel, Studenten. Wenn man dann halt mal zu einer Vorlesung nicht gegangen ist, weil Training wichtiger war, ist es halt auch mal so passiert. Und das war halt einfach geil. Ja, so haben wir uns kennengelernt. Ja, für mich waren Vorlesungen eigentlich immer der beste Ort zum Schlafen. Ja, ich dachte, das war immer die gute Nachtgeschichte von vorne vom Prof. Und der Tisch war gemütlich und zack, war ich weg. Ja, weil du beim Frühschwimmen warst. Ja. Frühschwimmen, Frühstück, Vorlesung, pennen. Ja, ich bin dann leider ausgeschlafen zur Vorlesung gegangen. Vielleicht hätte ich auch ein paar Mal öfter zum Frühschwimmen gehen müssen. Ja, siehst ja, wo es geendet ist. Ja, du kannst es, du kannst die Themen jetzt und ich kann halt im Schlaf die Sachen besser verarbeiten. Jetzt, du erzählst jetzt selber das die gute Nachtgeschichten da vorne. Ja, keine Vorlesung mache ich nicht. Aber wir sind teilweise wirklich schon Leute eingeschlafen. Und dann habe ich aber andere gebeten, die zu verarschen, also irgendwie so Bleistifte in die Nase zu stecken und so. War immer ganz lustig. Man muss das auch mit Humor nehmen, mein Gott. Also das ist auch etwas, was man nicht vergessen darf, wo man herkommt. Und ich bin ja selber da eingepennt. Und ich wurde auch einmal sitzen gelassen im Seminarraum. Das ist großartig. Sind alle rausgegangen und ich habe richtig gepennt, bin aufgewacht und wusste nicht, wo ich bin. Ja. Das kannte ich noch nicht, die Story. Ja, habe ich auch noch nicht so häufig erzählt, ehrlich geil zu sein. Ja. Finde ich gut. Ja. Genau, so trainiert, ne? Und der Nick hatte auch echt immer ein unfassbares Gespür dafür, wenn man mal keinen Bock hatte, weil er hat einen angerufen. Und das war quasi so jedes Mal. Und das war vor allen Dingen in der Vorbereitung auf Rot 2011 so. Genau, also was man noch dazu sagen muss, du kommst, wenn wir nochmal davor anfangen, aus dem Laufbereich eher, ne? Weil ja, jetzt können wir mal hier weiter ausholen als in den Videos immer. Ja. Aus dem Laufsport, ich aus dem Schwimmsport und ich bin 2000 und wann bin ich denn angefangen zu studieren? 2007? Sieben schon? Ich glaube 2007. Okay. Ja, 2007 oder 2008. Nee, 2007 bin ich angefangen zu studieren. Habe dann noch weiter geschwommen und im ersten Semester sehr viel gesoffen. Eigentlich nur. Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich habe keinen Schwimmverein mehr, wollte auch nicht mehr in den Schwimmverein gehen irgendwo und wollte immer mal Triathlon ausprobieren und habe es dann nach einem Jahr in Köln, weil so viele bekloppte Triathleten da um mich rum waren, auch einfach mal ausprobiert. Bin dann wie zu erwarten als Erster aus dem Wasser gekommen, habe mich irgendwie noch auf Platz 3 vom Rad gerettet und dachte, geiler Scheiß. Und dann kam es Laufen. Dann wurde ich halt eingesammelt. Bin dann, glaube ich, das war ein ganz kleiner Triathlon in Riesenbeck, bei mir zu Hause in der Heimat, wer ihn kennt. Bin dann auf Anhieb da Achter geworden und dann war ich halt ja, mit dem Triathlon-Virus infiziert, wie man so schön sagt, und sofort angefixt und habe mir dann natürlich die Jungs hier in Köln um Sebastian, Johann, Freddy gesucht, die alle sackstark und schon schnell waren. Und schneller als ich zumindest. Ja. Und ja, hab dann mich einfach da dran gehängt und so viel es geht mit denen trainiert. Das ist auch Nicks absolute Trainingsstrategie, dranhängen. Ja. Der gibt nicht auf. Ich komme halt vom Schwimmen. Ne? Ja. Schwimmen ist halt 150 Meter Strecke mal bis 200, das waren so meine Distanzen. Das ist halt immer im Training auch auf die Fresse Vollgas. Und ja,
so habe ich das dann mit rübergenommen in den Triathlon. Auf 4 Stunden Radausfahrt oder 20 Kilometer Dauerlauf. Ja, immer dranbleiben. Ja, also muss ich eigentlich auch mal ganz ehrlich sagen, von 5, glaube ich, bis 12 bin ich sogar geschwommen. Ja. Das ist aber peinlich. Die Grundlage, ja, habe ich leider zu früh aufgehört. Dann habe ich mal irgendwie Handball und Judo gemacht, auch mal ein Jahr gar nichts. 4 Computer gezockt vor allen Dingen. Da war ich auch ganz stark drin. Ja, alle, glaube ich, in dem Alter. So auf LAN-Partys, wo man noch den Tower und den Bildschirm mitschleppen musste. Vielleicht müssen wir das nochmal machen, so ein Revival. Ich glaube nicht. So Counter-Strike, so richtig Ballerspiele. Ja. Auf jeden Fall, dann war aber irgendwie Lance Armstrong und Jan Ullrich Zeit. Und ich war ein großer Lance-Fan. Ich war Jan Ullrich-Fan immer. Ja, aber der Punkt war, ich bin 3 oder 4 Mal bei der Tour gewesen. Aber immer, wenn ich da war und auch geguckt habe, wollte ich aber, dass Jan Ullrich gewinnt. Das war irgendwie so. Ein bisschen schizophren, wusste ich auch noch nichts von. Ja, vermutlich. Aber Lance war halt der Perfektionist, ne, der ehrgeizige, coole Geschichte irgendwie dahinter, an der man sich natürlich auch als Jugendlicher auch irgendwie orientieren kann. Und dann dieses Jahrhunderttalent, Jan Ullrich, der dann irgendwie aber. Wo am Anfang immer in der Saison in der Bild stand, dass er zu dick ist und noch nicht in Form. Ja, heute ist es halt leider auch irgendwie, trifft ihn das irgendwie immer noch und erzählt er ja leider immer noch von irgendwie, ist halt irgendwie auch ein trauriges Schicksal, was er da teilt auf jeden Fall. Mein erstes Radsporterlebnis aber am Fernsehen ist 1997 Andorra. Jan Ullrich gewinnt die Etappe im Deutschland-Trikot. Darf ich dir was sagen? Da war ich im Frankreich-Urlaub, genau in der Ecke. Mhm. Also nicht genau an der Strecke dann, aber wir haben das mit meinem Vater zusammen irgendwo ich weiß gar nicht, ob wir das geguckt haben, aber auf jeden Fall haben wir irgendwie lange auch noch zu Hause im Bilderrahmen von der L'Equipe die Titelseite gehabt. Ach, wie geil. Wo was stand drüber? Das deutsche Wunderkind? Oder ich weiß es nicht. Irgendwas so The Rise of Jan Ullrich nach dem Motto. Irgendwas auf Französisch, ja. Genau, ja. Das hing jahrelang bei uns oben zu Hause im Flur eingerahmt. Hast du es noch? Weiß ich nicht, muss ich meinen Vater mal fragen. Papa, haben wir das noch? Bitte mal schreiben. Hört er das? Ja, klar. Ach, geil. Ja, auch Grüße an meine Eltern an dieser Stelle. Mega peinlich. Ja, auf jeden Fall. Stimmt, das wäre eigentlich geil, wenn wir das noch haben. Das würde ich mir hier hinhängen. Ja, komm, wenn du es noch hast, dann kannst du es mir vielleicht mal in die Instagram-Story posten. Ja, das ist eine gute Idee. Das wäre lustig. Ja, auf jeden Fall. Ja, Lance, und dann war ja diese ganze Wissenschaftlichkeit dran. Und es war sicherlich auch ein Grund, warum ich heute oder warum ich dann Sport studiert habe. Weil dann war ja hier, wie trainiert man, was ist die beste Ernährung? Und das hat mich total interessiert. Das hat mich total gefesselt. Und ich habe dann immer Tour de France geguckt und bin dann rausgegangen, habe die Tour de France nachgestellt. Auch so hier diesen berühmten Alpe d'Huez Move mit dem Look Behind, also wo Armstrong attackiert, nochmal zurückguckt und lostritt. Habe ich mit meinem Vater auch gemacht. Hallo. Geil. War natürlich nicht so lustig dann zu Hause, aber egal. Auf jeden Fall eine coole Zeit. Und ich bin dann parallel schon gelaufen und dann habe ich mit 16 meinen ersten Triathlon gemacht tatsächlich, einen Jugendtriathlon. Übrigens finde ich nach wie vor einfach eine tolle Serie, die es da teilweise gibt, auch in Deutschland, oder lokale Serien oder lokale Wettkämpfe, und das müssen wir unterstützen, ja. Also werden wir uns auch irgendwann auch mal was einfallen lassen, wie wir das machen können, weil daher, das ist die Stütze unseres Sports, ne? Das müssen wir sagen, da kommt alles her und alle, die nicht heute… Nicht nur das große M-Dot. Ja, genau, und das finde ich halt echt cool. Und bin auf Anhieb Dritter geworden. Und ich war ja. Siehst du, habe ich ja gesagt, du warst immer besser schon. Ich war nur Achter. Aber das Ding war, ich bin natürlich mega arrogant an den Start gegangen, weil ich dachte, ja, schwimmen kann ich ja noch. Ging nicht mehr wirklich. Also ging noch, aber war natürlich viel, viel schlechter. Ich war dann 4. Mädel oder so quasi aus dem Wasser. Und dann gab es aber einen Jagdstart, weil das war so im Becken, im Schwimmbad und dann in Brühl, in meiner Heimatstadt. Und dann hat man sich aufgestellt und musste zum Fahrrad laufen, wie in Le Mans quasi. Mhm. Und dann habe ich natürlich mit dem Messer zwischen den Zähnen alle versucht aufzuholen und bin dann Dritter geworden. War ganz cool. Hab dann aber erst gesagt, okay, ich höre aber auf mit dem Sport erstmal. Also ich mache das nicht weiter. Ich mache erstmal Abi. Weil du nur Dritter geworden bist. Nee, weil ich gesagt habe, ich mache jetzt erstmal vernünftiges Abi. War total reif, ne? Wird mir heute nicht nochmal passieren. Auf jeden Fall. Was ist denn da in den Sinn gekommen? Ja, hab aber mit, dem will ich jetzt wirklich. Nee, ich glaube, es lag daran, du hast ja eben auch erzählt, dass du so viel gezockt hast und du wolltest ein gutes Abi machen, aber auch noch zocken. Ja, ja, genau. Kann vielleicht auch sein. Hier so Need for Speed Underground und so die Autos. Unschlagbar, der Zeller. Ja, auf jeden Fall muss ich mich aber an dieser Stelle mal bei einer Person bedanken, die mich damals auf jeden Fall maximal gefördert hat. Walter, kein Nachnamen, du weißt, wer du bist. War das ein Typ, der war schon 3-mal auf Hawaii und hat mir die Geschichten von Hawaii immer erzählt.
beim Laufen. Ich bin zweimal die Woche mit dem gelaufen, so Bergläufe gemacht und sowas. Damals schon echt gutes Training. Also wenn ich das aus heutiger Sicht so analysiere, habe ich mit 17, 18 eigentlich schon fast mit am besten trainiert in meinem ganzen Leben bisher. Und der hat mir mal erzählt, ja, da fährst du auf diesem Highway, stehst in den kleinen Anstiegen, siehst die Hitze auf dem Asphalt flimmern und ich bin gelaufen neben dem, konnte mir das bildlich vorstellen. Und eine größere Motivation für einen 17-Jährigen gibt es ja kaum. Geil. Ja. Und dann warst du jetzt immer noch nicht auf Hawaii. Immer noch nicht, aber ja, Walter, vielleicht machen wir es nochmal zusammen. Das wäre geil. Das wäre natürlich geil. Ne? Und also wie gesagt, das hat mich echt super motiviert und genau das müssen wir auch haben. Ja? Also wir müssen Vorbilder haben, Leute, die Leute an die Hand nehmen. Und dann weiß ich, dass ich bin dann mit 17, glaube ich, eine 35 über 10 gelaufen, 35,42, um genau zu sein. Und in dem gleichen Wettkampf war er eben auch dabei. Und das war im Brühl 4 Runden und wir sind die ganze Zeit nebeneinander gelaufen, weil ne, ich habe mich gar nicht getraut, wegzulaufen. Und irgendwann gibt er mir einen Klaps und sagt, lauf, Junge, lauf. Und das werde ich niemals vergessen. Und das ist aber genau das, was wir wirklich brauchen. Ne? Leute, die einen an die Hand nehmen, motivieren und dann auch die Größe haben, den Jüngeren quasi nach vorne zu schicken und damit er sein Potenzial ausnutzen kann. Und geile Story. Ja, und so bin ich dann irgendwie beim Triathlon aber kleben geblieben und mit dem Beginn des Sportstudiums mit 20, dann 2006, 5, 6, ja, irgendwie so, nach dem Zivi, hat man ja damals noch gemacht. Ich habe auch Zivi gemacht. Sehr gut, was hast du denn mal gemacht? Das war beim DRK und dann irgendwie so alles, also von Kindern in die Schule gefahren oder in die Betreuung gefahren, dann mittags Essen rumgefahren an Kindergärten, Pflegedienste, sonst was und dann abends alle wieder abgeholt und nach Hause gebracht. Sehr gut. Also eigentlich nur Transporter gefahren. Ja. Ich war the Transporter. Ja. Du bist auch so gefahren, ne? Immer. Immer mit Handbremse und so. Ja, ich habe in der Kita, also in der Kindertagesstätte, inklusiv, also mit. Deswegen kommst du jetzt auch so gut mit Studenten zurecht. Da hast du das schon gelernt. Ja, also war auf jeden Fall eine lehrreiche Zeit, will ich nicht missen und vielleicht führt man das irgendwann nochmal ein, aber die Diskussion führen wir jetzt hier nicht. Und dann habe ich mit Triathlon begonnen und habe hier mit dem Kölner Triathlon-Team echt ein cooles Team gehabt und dann euch natürlich alle kennengelernt und ja, dann bin ich mit den Aufgaben gewachsen, weil im ersten Jahr musste ich NRW-Liga starten, das ist ja gar nicht mal so niedrig. Erst bin ich nochmal degradiert worden in die Landesliga, aber nachdem ich, glaube ich, 3 Rennen gewonnen habe, war mit dann der Gerhard, hier unser Vereinsvorsitzender, gesagt, gut, vielleicht startest du doch nochmal. Oder ich glaube, es war irgendjemand krank oder verletzt. Und ja, dann 2. Bundesliga, 1. Bundesliga ein paar Jahre. Und immer musste man irgendwie mit der Aufgabe wachsen. War gar nicht so einfach, aber war eine unfassbar coole Zeit. Und ich würde sagen, viele Freunde oder Trainingskollegen von damals, viele Buddies, mit denen hängen wir heute noch rum und erzählen über die guten alten Zeiten wie gerade. Beim Bier dann normalerweise, was uns ja jetzt fehlt, wie ihr wisst. Ja. Genau, und dann hatten wir, wo wir auch nochmal dann deutlich mehr miteinander gemacht haben, diese glorreiche Idee 2011, beide die erste Langdistanz in Rot zu machen. Ja, also im Herbst oder Winter, ne, 2010, ich weiß nicht, wann ja die Anmeldung war. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich bin da aber irgendwie so ein Jahr vorher, dachte ich. Ich bin da auf jeden Fall reingestolpert in die Geschichte. Also ihr habt alle erzählt, dass ihr das macht und da habe ich mir gedacht, boah, das ist ja gar keine schlechte Idee. Ja. Natürlich, wir haben nur gute Ideen. Überhaupt, also ich bin ja nur die kurzen Sachen geschadet, ne? Also Sprint, ja, Olympisch. Ich auch. Ja, und dann habe ich, okay, dann muss ich es mal machen. Dann war ich ja 2011 im Frühjahr für 10 Wochen in Nusa. Stimmt. Ja, also habe ich mir wirklich einen großen Traum erfüllt, mal in Australien zu trainieren. Heute kennt ja jeder Nusa durch Frodo und so. Damals kannte das quasi keiner. Ja, und das war viel über oben, ja. Ich dachte auch nur, das war dieser eine Schuh von Essex. Genau, den gab es danach. Auf jeden Fall, da bin ich über glückliche Umstände haben wir da in Kontakt gehabt und dann haben wir da trainiert wie die Wahnsinnigen. Konnten alle sehen, weil das war die Zeit, wo auch noch Sydney. War das so mit Simon Whitfield und so da unten noch alle? Oder? Ja, das war also erstmal Team Germany, wo stimmt, Greg Bennett und über den Typen würde ich am liebsten auch mal hier ein komplettes YouTube-Video machen. Wirklich einer der besten Triathleten all time. Ja, hat, glaube ich, insgesamt das höchste Preisgeld gewonnen im Triathlon. Da hat er diese Lifetime Series, die gab es mal in Amerika, gewonnen. Und wenn du, glaube ich, es waren 5 Rennen und wenn du alle 5 in einem Jahr gewonnen hast, hast du 1 Million Dollar bekommen. Und sowas hat er halt irgendwie immer nur gemacht. Also hier auch, der hat ja dieses, wie hieß immer das Rennen, wo du dann 250.000 und einen Hammer bekommen hast, High V, glaube ich.
Boah, da habe ich mich nie mit, also Hi-Vee gibt's, aber ich habe mich nie mit Preisgeldern Serien beschäftigt, ehrlich gesagt. Das war, dafür war er bekannt, ja, und richtig cooler Athlet, der war da, Greg Bennett hat dann immer über Team Germany Team Frodeno gesagt. Können wir ja demnächst auch mal Gregor zu fragen, weil der kommt auf jeden Fall zu unserem Podcast. Ja, stimmt, genau, hat zugesagt, geil. Der war nämlich da in dem Jahr. Er kannte, ach, der war auch 2011 dann da? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ja. Prochnow war da, Paule Prochnow auch, der ist öfters mal hier in Köln gewesen, weil er die Trainerausbildung gemacht hat. Auch eine Legende, über die kaum einer spricht, meiner Meinung nach. Schade. Ich weiß nicht, ob Petzold war nicht dabei, der war dann in Brisbane, der war bei Brad Carlerfeld, hat er trainiert. Ja, also Team Germany, Team Frodeno also. Javier Gomez war da und ein bescheidener Kerl. Also so wie der in den Medien rüberkommt, ist der auch. Ich weiß noch, da sind wir geschwommen, so drei deutsche Typen, ja, schwimmen auf einer Bahn und alle anderen Bahnen waren auch voll. Und dann kommt er zu uns und fragt, ob er mitschwimmen kann. Mir ist natürlich das Herz in die Hose gerutscht. Ja, bitte, bitte, bitte. bitte, genau. Geil. Wirklich. Und ja, natürlich auch tausendmal noch bedankt, was ich, also unfassbar. Wo du sagtest, ey, ich muss mich doch bedanken. Ja, also auf jeden Fall weiß ich, warum er so schnell schwimmt. Hast du ihm an den Füßen gekitzelt? Nee, aber ich habe eigentlich nur auf ihn geguckt im Wasser. Ich bin immer so geschwommen, dass ich sehen konnte, was er macht, so gefühlt. Hat sich ein bisschen verliebt an. In seine Schwimmtechnik. War auf jeden Fall sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und wir durften da echt trainieren. Matthias Hecht, auch cooler Typ. Dann Eduardo Stola, der war schon mal 10. auf Hawaii. Kennt keine Sau, ne? Kennt keine Sau. Richtig cooler Typ. Der hat mich immer Milky genannt. Brasilianer oder so? Nee. Argentinier. 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 Der meinte immer, weil ich so blass war. Im Februar bin ich ja aus Deutschland dahin gereist. Und er meinte, ey, Sepp, I call you Milky. Und dann dem ist der Spitzname. Von dem ist der. Ah. Und Matthias, ich habe mich ja ein paar Jahre später nochmal Pflanze Rote so gerufen. Auf jeden Fall. Ja, genau. Ich dachte, der kommt auch von Matthias. Nee, war von ihm, vom Eduardo. Geil. Auf jeden Fall mega cool. Also der Spruch erstmal von ihm. Du und bist jetzt Milky. Und dann ist mir aber. Hast du ihm gesagt, dann du bist Way? Nein, ich habe dann gesagt. Ich war da echt mal in dem Moment, irgendwie aufgeweckt, komischerweise. Und meinte, ne, zeigte auf die Bahn, weil er war nicht so der beste Schwimmer. Yeah, and this is my Milky Way. Und dann meinte, okay, alright. Und war super, super Zeit. Die Brownlees waren da. Ah. Ich glaube, ich bin der Einzige gewesen. Das wusste ich sogar gar nicht. Das hast du mir verschwiegen bisher. Ja, ich glaube, ich bin der Einzige, der sich mal zwischen die Beine gedrängelt hat in so einem Bunch Ride. Da haben die beiden mal so eine Gruppe von 50 Leuten im Grunde auseinandergefahren. Und da hat selbst Greg Bennett, der ja schon viel erlebt hat, gesagt, ey, was ist das? Was machen die da? Ist ja krass, unfassbar. 2011, ja. Da war Jonathan, glaube ich, fast noch Junior oder U23. Also war unglaublich. Also man kann viel über Leute was sagen, aber die trainieren auch wirklich hart, was ich da gesehen habe. Das war richtig, richtig geil. Ich habe immer nur ja von dir, wenn wir mal gequatscht haben zwischendurch, die ganzen Stories gehört, wie viel und wie hart ihr in welchen Bunchrides ihr da gefahren seid und habe dann schon Angst gekriegt, dass wenn du wiederkommst, dass ich dann alleine trainieren muss oder wir hier in einer Gruppe trainieren und du alleine trainieren musst. Ja, so war es natürlich. Aber ihr habt da schon richtig einen abgerissen, ne? Ja, also wir haben, glaube ich, das clever gemacht damals, weil ich schon da wusste ich ja schon so ein bisschen was vom Studium und ich habe gesagt, okay, wir machen hier die harten Sachen mit und die Australier trainieren wirklich richtig, richtig hart. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns aber das typische deutsche Grundlagenausdauertraining einfach dazwischen packen. So, und dann lass uns einfach 25 Kilometer die Woche schwimmen, dreimal hart, also dreimal Programm. Und mit hart meine ich so ein Set aus irgendwie dreimal 1000 Meter, die sich nochmal so ein bisschen splitten, aber jedes Intervall auf hochgerechnet 1,20 ab. Also 400 Meter, 5,20 abschwimmen. Das heißt, dann musst du schon mal 5 glatt oder 5,05 schwimmen, damit du auch ein bisschen Pause hast. Ja, das ging die ersten zwei Wochen auch mal fast in die Beckenrinne, ja. Trainingsbuddy damals, Markus König, Küsschen, haben wir ihn immer genannt, hat dann gesagt, Zeller, du bleibst hier auf der Bahn, weil es gab dann auch eine 1,25-Bahn, 1,30-Bahn, also die machen alles über Abgangszeiten, sehr interessant. Und bleib hier, zwei Wochen ziehst du durch, zwei Wochen musst du quasi, Anführungszeichen, kotzen. Und dann kannst du es, und so war es. Nach zwei Wochen bin ich diese Sets mitgeschwommen. Ja, dann konnten wir endlich mal zusammen im Schwimmen trainieren, stimmt. Ja, und zurück. Ich erinnere mich. Bis heute würde ich sagen, diese 10 Wochen haben mich als Schwimmer komplett verändert. Also ich habe bis heute einfach immer noch ein Niveau, wo ich sage, ich kann das, also gar kein Problem. Ja, das waren ja auch dann, was du gerade erzählt hast, so die
typischen Trainingsdinger, die wir eigentlich dann auch hier wieder weiter abgerissen haben. Ne? Also die du quasi da mitgebracht hast auch, Triathlon-spezifisch. Ich meine, ich kann das eh aus dem Schwimmbereich, aber früher, davor war es im Vereinstraining dann halt auch nicht immer so, sondern es waren noch ein paar andere Sachen, wo ich dann als Schwimmer reinkam und dachte so, was machen wir eigentlich und was trainieren die Triathleten? Da wird mir klar, warum die nicht schneller werden. Ja. Und da hast du ja dann auch gerade so mit deiner guten Verbindung in die Vereinsführung, sage ich jetzt mal, auch viel mit reingebracht und auch so ein bisschen das in die Hand genommen, dass da noch ein bisschen mehr Struktur auch so reinkommt. Wir haben da echt diese Dinger so durchgezogen. Ja, du weißt ja, wer schnell ist, hat recht, leider. Ja. Erstmal muss man schnell werden, um dann auch, also auch wenn man es vielleicht vorher besser weiß oder anders anlegen weiß, aber so ist es eben. Ja, auf jeden Fall super, super Zeit und dann bin ich zurückgekommen und dann haben wir uns auf Rot vorbereitet. Und, geile Zeit. Ja, unfassbar. Ich habe wirklich, glaube ich, nur gegessen, geschlafen, trainiert. Andersrum, trainiert, gegessen, geschlafen. Und das irgendwie den ganzen Tag auch nicht mehr so viel Uni gehabt, weil da war ich nämlich durch mit 2.11. Da war ich. Ich habe auch nur noch meine Bachelorarbeit geschrieben. Ja, ich habe die in Australien fertig geschrieben. Das heißt, ich kam wieder und war dann eigentlich frei. Ja, ich habe es ja dann so gemacht, dass ich immer um 7 in die Uni bin, in die Bib. Oder 7.30, wann hat es da aufgemacht? Also keine sofort Ahnung. Ich war da nie. Ich habe da nie gelernt oder geschrieben. Klar war ich in der Bib. Ja, ja. Mittlerweile geht es nur noch Kaffee trinken, aber. Ja, also ich war da zur Öffnungszeit immer bis 12 Uhr. Dann habe ich Mittag gegessen und habe dann noch bis 14 Uhr durchgeballert. Und danach habe ich gesagt, geht's trainieren. Ja. Und am Wochenende natürlich nur trainieren. So rum ist auch die bessere Lösung, ne? Ja, und Rot, ich weiß bis heute, Nick, wir sind da, plötzlich standen da ein paar Buddies von uns. Ich muss jetzt nochmal, mir ist gerade noch was, eingefallen zu Australien. Da gibt es noch eine geile Story, die du ihm erzählt hast. Kommst du selber drauf? Nee. Der hat mit Eiern zu tun. Ja. Willst du die erzählen? Und wir meinen die Eier, nicht die Eier. ja, damals gab es so eine, keine Ahnung. Ich glaube, es war sogar auf YouTube. Ja, es gab ein YouTube-Video, was. Wo gesagt worden ist, Michael Phelps isst pro Woche. Ja, ich glaube pro Tag. Nee, pro Woche. Pro Woche, nicht pro Tag, bist du verrückt. Ach, nee, ja, ich dachte, du hättest es jetzt runtergebrochen. Nee, pro Woche isst der irgendwie 46 Eier. Ja, ja, ich dachte, du brichst es jetzt auf den Tag runter. Und dann habe ich gesagt, ey Jungs, wenn der 46 isst, dann essen wir 50. Und die haben es durchgezogen. Wir haben 50 Eier die Woche, das haben wir 2 Wochen durchgezogen. Danach konnte keiner mehr Eier sehen, weil wir haben sie in allen möglichen Formen gegessen. Spiegelei, Rührei, gekocht. Ich finde das so grandios. Ein bisschen weich, ein bisschen härter. Und natürlich, blödes Thema, aber entstehen ja auch gewisse Düfte aus biologischer Perspektive gesprochen und also das war 3 Jungs, jeder 50 Eier im Kahn. und Per Bittner, jetzt Per von Van Vlerken. Van Vlerken, genau. Der war auch da, 4 Wochen, mega cool. Da hat er auch quasi danach seine Profikarriere gestartet, ist dann in dem Jahr in Frankfurt gestartet. Also ist auch cool, ne, wenn man so einfach sieht, wo die Leute dann landen ein paar Jahre später. Und was er alles schon erreicht hat, ist auch echt cool. Und der hat dann auch immer morgens dann noch seine Schokopops und die Cola getrunken. Da habe ich auch gedacht, das kann alles nicht wahr sein hier. Aber das kann nicht wahr sein. Wir machen hier unsere so strenge Eier. Die 50 Eier die Woche. Also ich kann es nicht empfehlen, um das mal so zu sagen. Nicht? Nee. So, jetzt kommt zu Rot jetzt. Okay, weiter. Also wir trainieren auf jeden Fall viel für Rot, kommen dann dahin, sind auch irgendwie 30 Kilometer außerhalb in so einer kleinen Pension. War auf dem Bauernhof. War aber eigentlich ziemlich cool. War geil, ja. War auch günstig. Hatten unsere eigene Küche. Freddy kam dann noch vom Ironman Klagenfurt, wo er 48 gemacht hat, ne? Ja, genau. Und Hawaii-Quali geholt. Freddy, muss man sagen, es war noch wichtig, dass der echt gekommen ist. Weil der war der Einzige, der schon mal, was hat er vor? 4, 5, 6 Langdistanzen schon gemacht? Ja, mindestens. Auf jeden Fall einige und hat schon da gut Erfahrungen gehabt und konnte uns dann direkt, ist in Rot schon gestartet, alles zeigen, wo was ist. Ja, aber ist, Nick, also eins musst du doch sagen, bis heute. Ich war doch damals wirklich tiefenentspannt. Das ist jetzt die Insider-Story. Ja. Zeller war komplett tiefenentspannt. Das hat er uns jeden Tag 40 Mal erzählt. So tiefenentspannt war er. Ich habe es nicht gecheckt. Ich habe es wirklich selber nicht mehr gecheckt. Es war grandios. Also es war nicht die ganze Woche. Es waren so, ich weiß nicht, müssen wir Freddy auch nochmal fragen, so die letzten 2 bis 4 Tage, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es war schon, in der Nachbetrachtung war es schon heftig. Ja,
Aber das wird mir auch immer in Erinnerung bleiben, wie tiefenentspannt du warst. Ja, ich habe auch immer abends, glaube ich, mit meinen Eltern telefoniert und habe meine Mutter gefragt, wie geht es dir denn? Ja, ich bin tiefenentspannt, alles gut, alles gut. Nee, prima. Ich hatte aber auch keinen Bock mehr, irgendwie zu telefonieren, weil ich wollte mich auf das Rennen vorbereiten. Und wir waren damals echt gut professionell aufgestellt, muss man schon sagen. Wir hatten uns dann so ein bisschen Ernährungsgedanken auch gemacht. Also wir hatten so ein paar Gels eingepackt, ein paar Riegel. Ja, mir wurde sogar verboten von Sebastian. Einen Tag vorher waren wir in so einer Bäckerei und dann lag da so ein richtig geiles Teilchen. Dann hat er mir das verboten zu kaufen. Weil nachher darfst du es aber heute mal einmal nicht. Ja. Bin ich dir noch dankbar für. Ja, gerne. Vielleicht wäre es damit noch besser gewesen. Wer weiß. Ich glaube nicht. Nee. Auf jeden Fall, ja, dann mega nervös auf jeden Fall. Und dann kam morgens, muss man echt noch sagen, Buddies von uns da runtergefahren. Die sind die Nacht da quasi halt durchgefahren von Köln nach Roth. Ja. Ich muss sagen, nach wie vor eine der, in der Nacht, coolsten Stunden. Geschichten ever. Also es war Tommy, ne? Benja. Tommy, Benja. Lukas. Ja. Bin da jemand vergessen? Oh, jetzt darf man niemanden vergessen, scheiße. Das wäre jetzt peinlich. Wer auch immer noch dabei war, cool. Nein, also ernsthaft, das war eine richtig krasse, coole. War David noch dabei? David, wenn du dabei warst, danke. Wenn nicht, dann. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Echt, sorry. Also ich war auch, muss ich sagen. Doch, David war dabei. Ist auch egal. Ja, auf jeden Fall. Ich war da auch komplett schon im Tunnel und die haben uns ja auch nichts davon gesagt und auf einmal höre ich nur irgendwie ein Schreien. Und dann stehen die da an der Seite. Das war wirklich einfach überragend. Später übrigens auch im Weihnachtsmann und Superman. Ja, das kommt noch. Das kommt ja noch. Auf jeden Fall weiß ich noch, was ich eben sagen wollte. Wir gehen dann ins Wasser, schwimmen uns ein und das haben wir aber gut gemacht. Wir haben uns ganz an den Rand gestellt, ne? Ja. Weil es entspannt war. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie ich zu dir rüber gucke. Du bist wirklich maximal im Tunnel und dann stupst dich an und sagst: Ey, Nick, jetzt können das ganze Gelaber, was wir auch gerade wieder machen, hat jetzt ein Ende. Wir müssen jetzt liefern. Ja. Und ich glaube, wir haben uns beide in dem Moment richtig in die Hose gemacht. Gott sei Dank kam der Startschuss relativ schnell. Ja, und ich weiß aber auch immer noch nicht, ob der Kommentar von dir so gut war, weil dann sind wir losgeballert. Also das ist wirklich dämlich. Man müsste immer noch mal gucken, es gibt so ein Rennvideo davon. Da wirklich, also meine, war Andreas Rählert und ich weiß nicht, wer am Start ist. Sebastian Christian Kiele, Ritter. Ja, Kramer jetzt, ja. Ja, damals Ritter noch. Kiele, Sevi Kiele. Genau. Und da gibt es echt so zwei Typen am Kanalufer, die ja plötzlich losschwimmen, als ob es ein Bundesliga-Rennen wäre. Mich hat es nach 400 Metern. Andi Rählert war dabei, das war die Weltmeister. Genau. Ja. Ah, okay. Das war das bis dato dann Weltrekordrennen. Genau. 7:41. Und ich war nach 400 Meter gar, du hast noch länger durchgehalten. Ich habe noch länger durchgehalten, genau. Wir waren nebeneinander bis 300, 400 Meter irgendwo und dann bist du weg. Ich bin dann noch nach hinten weg, genau. Ich bin dann in der Spitzengruppe bis zur Wendeboje mitgeschwommen und habe dann noch irgendwann gedacht, so fuck. Also das Tempo ging irgendwo da noch und ich hätte es auch durchschwimmen können. Aber ich habe mir gedacht, ey, ich baller hier jetzt schon richtig gut. Und danach kommen noch 180 Kilometer Radfahren und Marathon. Und da habe ich zum ersten Mal realisiert, also wirklich zum ersten Mal an dem Tag, oh, vielleicht wird es heute noch lang. Es wird ein langer Tag. Ja, und dann habe ich für mich einfach die Entscheidung getroffen und gesagt, nee, scheiß drauf. Habe mich einmal kurz umgeguckt, da war keine Sau mehr zu sehen irgendwo und habe gedacht, nee, scheiß drauf, ich muss hier jetzt nicht mit allen Profis in der Führungsgruppe mitschwimmen. Mhm. Bin dann einfach hab die ein paar Meter ziehen lassen und bin wirklich einfach mein Tempo durchgeschwommen, also meinen Turn. Und das hat mir auch noch, ich glaube, das war Nils Görke sogar, der gestern ja auch noch hier war. Vorgestern, ja. Der stand am Rand und hat sich gedacht, die Führungsgruppe, und dann war einer dahinter und hat gesagt, welche arme Sau ist das denn? Das war ich. Ja, sehr gut. Wie viel der Wasser aus dem Wasser dann? Genau, das war ja einer meiner glorreichsten Momente, ne, der Triathlon-Karriere. Ich bin dann gesamt als Neunter aus dem Wasser ich müsste nachgucken, 47, ich glaube 48, oder? Nee, ich glaube 47:10 oder sowas. Okay. Also 2 Minuten. Müssen wir nochmal nachgucken. Es gibt auch ein Bild, das war glaube ich Sport 1 damals noch oder sowas. Da stand ich im Top 10 Leaderboard auf Platz 9 im Fernsehen. Geil. Da bin ich auch noch ein bisschen stolz drauf. Ja. Wenn das irgendwer noch hat, findet, sieht, bitte mir oder uns at triathloncrewcologne@gmail.com zuschicken. Yes. Ich habe das nochmal gesucht irgendwann, aber nicht mehr gefunden. Ja, ich war Elfter. Das wollte ich mir nochmal ausdrucken und aufhängen. Mach es. Neben Jan Ulrich, L'Equipe. Genau, ja. Wir bauen hier eine Galerie. Ja. Ich glaube, wir 11. aus dem Wasser mit 49 Minuten.
War auch ganz, ich glaube, ich bin, boah, wenn jetzt irgendjemand das nochmal raussucht, so, Sebastian, du warst 13. Okay. Ja, aber oder ich 18. Glaube, ich glaube, ich war nämlich gerade mehr, nicht mehr in diesem Top-10-Feld. Und dann kam die nächste Seite, da stand dann ich. War eine große Gruppe mit Chrissy Wellington auch. Das war mein Ziel, ne? Also mit ihr da so aus dem Wasser zu kommen, da wusste ich, dass ich 49 Minuten schwimme, weil die ist immer 49 genau, Sebastian Minuten. Sebastian Kienle war auch dabei, ne? Sebi Kienle, den habe ich ja dann aber auch nur noch beim Wasserausstieg gesehen und dann ist der da gewechselt wie ein Wahnsinniger. Der ist an mir vorbeigefahren, aber ich habe ihn nicht gesehen. Das war wie ein Auto. Ja. Also da damals schon. Ja, damals schon. Ich bin dann ja auch wirklich alleine, vollkommen alleine aufs Rad. Die vorne waren weg. Genau. An die und dann habe ich gedacht, geil, ich fahre jetzt. Ganz locker, hab mir direkt einen Riegel reingeballert und hab gesagt, ich fahr ganz locker, bis Sebastian kommt. Und zwischendurch kam genau Sebastian Kienle vorbeigeballert mit James Kanama. Ah, mit James Kanama. Und die sind an mir vorbeigeflogen. Da habe ich nur gedacht, boah, scheiße, schwimmen kann ich ja anscheinend, aber Radfahren anscheinend überhaupt nicht. Ja, das ging aber gut. Ja, ja, ging dann gut, aber da hatte ich schon mal so einen kleinen Dämpfer schon mal, wenn direkt nach dem Wasser Kienle an dir vorbeihämmert und nach vorne will. Klar. Und dann weiß ich noch, dann kam die große Gruppe mit Lothar Leder und allen weiteren Favoriten und Sebastian Zeller. Und einer rief dann von hinten nur, Nick, komm mit, komm mit. Jetzt dranbleiben. Daran, also das werde ich nie vergessen auf jeden Fall. Ja. Und dann habe ich ihn nur angeguckt. Ja, ja. Ey, ich war, also man muss wirklich sagen, ich hatte schon ein Gefühl, Puls 180 zu dem Moment, weil ich total aufgeregt war auch und so. Ich habe gedacht, boah, krass, du bist jetzt genau da, wo du sein willst, in der großen Verfolgergruppe. Du hast ja solche Veteranen wie Lothar Leder an deiner Seite. Und dann sehe ich Nick, ballern vorbei und dann, das darf der jetzt bloß nicht verpassen. Und der Typ chillt seine Base, sagt man, glaube ich. Es ist mega entspannt. Ja, Zeller, entspann dich. Ich habe es schon gesehen. Ja, ich habe mir gerade noch einen Riegel reingeschaut. Das hast du, glaube ich, sogar noch gesagt. Ja, ja, das habe ich sogar noch gesagt. Also ich war da wirklich dann voll beieinander, weil ich mich echt verpflegt habe. Und das war dann auch meine Überlegung. Komm, ich fahre jetzt, bis die erste große Gruppe kommt. Ich wusste ja, hinter mir sind eigentlich die nächsten 20, 30 Leute, sind alles auch noch Profis, die da kommen. Ja. Oder sauschnell Leute, die auf jeden Fall nachher vor mir sein werden. Und habe gedacht, da halte ich mich dann auf windschattenkonformem Abstand dran und schaue mir das an, wie die das Pacing machen. Und wenn die trinken, trinke ich. Und wenn die essen, esse ich. So das war unsere Strategie. Genau, das war wirklich unsere Strategie. Von den großen Lernen. Genau, von den großen Lernen. Und das war ja auch dann eine Riesenchance. Ja. Und genau, so ging es dann halt eigentlich weiter, dass wir dann in der Gruppe gefahren sind. Ja. Ich war wirklich ganz hinten in der Gruppe, ich hatte es mir so überlegt, bin dann ganz hinten als Letzter hingefahren, weil ich auch Angst hatte, dass ich dann irgendwie eine Karte kriege wegen Windschattenfahren. Das war auch sowas. Die bessere Überlegung, ja. Ja, genau. Und was ich dann immer geil ist, habe ich dir ja nachher noch erzählt, du hast es, glaube ich, auch ein bisschen mitbekriegt, wie Lothar Leder diese ganze Gruppe gemanagt hat. Also Lothar, vielleicht hörst du das sogar mal. Großartig. Das war wirklich großartig. Der war noch nicht in der Führung, hat aber die anderen schon angemotzt, dass sie auch mal führen sollen. Groß. Ja gut, ich meine, der war auch der Mann damals, also der war immer noch irgendwie, der war klar, war am Ende seiner Karriere, sportliche Karriere, aber... hat er nicht da sogar schon Pause gemacht und ist dann nochmal wieder angefangen oder ja, was? Irgendwie so, auf jeden ich Fall nicht, hat er beim Laufen später, glaube ich, auch noch so ein Bier dann getrunken. Hat er noch einen Weizen getrunken, ja. Und zwar nicht alkoholfrei. Auf jeden Fall, ja, lief dann so, ich wurde zwischendurch ein bisschen nervös, habe gedacht, wir müssen jetzt hier mal Gas geben. Hab dann mal so zwischendurch attackiert, richtig clever. Das ist genau das, was wir uns euch heute erzählen, habe ich damals nicht gemacht. Ja. Stimmt, da gibt es auch noch, das können ja auch die Leute nochmal, wenn das irgendwer ich hab's. Hat. Du hast, ah, okay, dann die Meldung, die Ticker-Meldung. Ja, es gibt noch diese legendäre Ticker-Meldung. Top 10. Top 10, Sebastian Zeller an die Spitze geht und attackiert. Ja, wie ein Wahnsinniger. Ich habe sie alle stehen lassen in Greding. Und sie mich dann später auch. Ja. Genau, ich bin so bei dann die erste Runde mitgefahren. Wirklich vorne war Andi Rehlert weg. Dazwischen im Niemalsland war Christian Kramer. Ja. Und dann ab Platz 3 bis, keine Ahnung, 18, 20 war unsere Gruppe. Ja, Sebi Kienle war auch noch da, ne? Musst du sagen. Stimmt, nee, der war auch noch durch vorneweg, genau. Ja, also irgendwie, ich glaube, 5 bis 20 oder so. Und das wurde dann immer weniger. Und, nee, aber was ich sagen wollte, mit dieser Gruppe sind wir dann das erste Mal über den Solarer Berg. Boah. Was natürlich maximal voll war, mit Kameramotorräder um uns rum und diese Stimmung, das ist auch so ein Ding, was du auch dein Leben lang nicht vergessen wirst. Also ich hatte nicht nur Gänsehaut, ich glaube, ich habe ein bisschen Pipi in den Augen. Bin ich ganz ehrlich. In der Hose. Ja. Oh ne, du bist echt fies. Aber ja, also, jetzt wollen wir es nicht zu lang machen hier, so eine Heldengeschichte. Oh, wir sind schon bei 49 Minuten. Auf jeden Fall,
Nick, du bist dann irgendwie, ich habe nochmal einer attackiert, dann hat vor dir einer reißen lassen, ne, und dann hast du es auch nicht gecheckt und dann... Ja, ich war auch durch. Ich bin dann irgendwie bei 120 oder 130. Ja. Und ich 140. Genau, bin ich aus der Gruppe raus und das war auch gut. Ja, für mich auch. Bin dann einfach mein Ding irgendwie nach Hause gefahren, wusste auch gar nicht, wo ich bin und irgendwie vom Rad dann abgestiegen. Jens Kaiser hat dich noch eingeholt. Stimmt, Jens Kaiser hat mich noch eingeholt. Das zweite Mal Solarer Berg hoch. Ja. Kurz bevor es hochging, hat er mich eingeholt. Auch genau, so ein geil. Starker Radfahrer. Ja, Jens, richtig viele stark, Grüße. Ich bringe es nur kurz zu Ende, wie ich vom Rad bin. Mir musste nämlich geholfen werden. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Mir doch auch. Ich glaube, bei keinem anderen Rennen hätte ich es überhaupt zum Marathon geschafft, weil die haben wirklich das Rad unter mir weggezogen, weil ich solche Krämpfe hatte schon nach dem Radfahren. Ich stand auch mit zwei Krämpfen links und rechts drauf und die haben unter mir das Rad irgendwie rausgedoktort. Ja. Und die haben mich dann auch in der Wechselzone ja angezogen. Also Socken an, Schuhe. Ich hab nichts gemacht, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ja, das ist echt geil. Und plötzlich stehen sie um mich herum und so, hopp, Gemma, Gemma mit ihrem Beirichter. Los, lauf Gemma. Endlich. Wir brauchen Platz im Wechselzelt. So, und ich dachte, ey, es gibt mir doch bitte mal eine kurze Minute. Ich war so fertig. Ich habe auch echt mit mir gerungen, weil eigentlich habe ich in dem Moment gedacht, das bringt jetzt nichts. Ich war einfach dumm, ich habe nicht genug trainiert, ich habe das alles in Frage gestellt in dem Moment, bin ich ganz ehrlich. Und habe ich so, okay, es sind hier alle hier, deine Eltern sind hier gekommen, jetzt läufst du zumindest los. Und habe gesagt, okay, 10 Kilometer kannst du immer laufen. So, das ging auch irgendwie. Dann unten an den Kanal, ne, okay, 10 Kilometer, okay, läufst du nochmal. Das habe ich mir wirklich, wie alle auch sagen, in so Abschnitte unterteilt. Ja. Bei 18 Kilometer kam Chrissy Wellington vorbei. Die hat ja damals auch den bis heute stehenden Weltrekord, ne? 8,18, glaube ich. Ich hoffe, dass er noch steht, aber ja, das war damals auf jeden Fall. Die ist auf jeden Fall in die Top 10 der Männer nachher gelaufen. Und die war aber auch, viele haben ja immer gesagt, ja, die war ja immer nur am Lächeln und Smilen irgendwie. In dem Moment war da nichts mehr mit Lächeln irgendwie und ha. Ja, das hat sie nur gemacht, wenn Kameras oder Zuschauer da waren. Die hat so hart gearbeitet da in dem Moment und ich war einfach nur noch, also Überlebenskampf quasi. Und ich hatte, glaube ich, um das jetzt mal long story short, ich hatte, glaube ich, noch 500 Meter vom Ziel einen Krampf. Und was auch heftig war, hat Freddy uns ja vorher gesagt, ja Jungs, so ab Kilometer 20, 30 könnt ihr nichts mehr rechnen. Also wie lange seid ihr unterwegs, wie lange habt ihr noch, bis euer Ziel vorbei ist? Und ich so, ja, was soll das denn noch niemals so? Ich hab nichts mehr auf die Reihe bekommen. Also ich hatte keine Uhr um übrigens, also ich bin den Marathon komplett ohne Uhr gelaufen, weil ich es nicht wollte, ich wollte mich nicht unter Druck setzen, ich wollte einfach nach Gefühl laufen. Ob das jetzt clever ist oder nicht, kann man drüber streiten. Und dann war es echt so, dass ich Leute nach der Uhrzeit gefragt habe, weil wir sind da, glaube ich, um 6.30 Uhr, sage ich jetzt mal, gestartet, glaube ich. Ja. Und dann habe ich halt irgendwie, war es 14.03 Uhr. Das habe ich nicht mehr hinbekommen zu rechnen, wie lange ich unterwegs bin. Also unglaublich. Das ist echt geil, ne? Ja, ja, bei mir war es ein bisschen anders, aber auch so, ne? Freddy hat uns auch gesagt, bis Halbmarathon müsst ihr euch eigentlich komplett locker fühlen, wie eine Trainingsausfahrt. Das ist mir dann wieder eingefallen, als ich mit Krämpfen vom Rad gestiegen bin. Ja. Hab gedacht, okay, Mission misserfüllt. Bin dann auch irgendwie losgetrottet, hab gesagt, ich guck mal, wie ich halt irgendwie noch rüberkriege hier. Und erstaunlicherweise habe ich mich wirklich bis Kilometer 3 geschleppt. Ab da lief es wieder richtig gut. Ich konnte richtig geil laufen. Ich hatte eine Uhr mit, nicht so wie du. Und wollte dann so irgendwie 4,45, 4,50 hatte ich mir vorgenommen, laufe ich. Und dann hat es sich so gut angefühlt. Und dann bei Kilometer 10 habe ich gedacht, ja, okay, aber jetzt ruhig bleiben, weil es geht ja erst ab Kilometer 21 los. Und dann habe ich mir bei Kilometer 18 nochmal voll kontrolliert, 4,45, 4,47 und habe gedacht, ab Kilometer 21 läufst du schneller. Und dann haben wir uns getroffen, ne, in dem Wald, ja, oder? Das war noch ein bisschen später. Also. Und ab Kilometer 21, wo ich dann sagte, jetzt läufst du nächsten Kilometer schneller, ging nichts mehr. War 5. Ja. 5,10, 5,15 und so ging es die ganze Zeit weiter. Und dann kamen wir ins Waldstück, ich bei Kilometer 25 und du zurück bei 30 oder ich bei 27 und du bei 30 zurück, keine irgendwie Ahnung, so. Ja. Dann laufen wir uns entgegen, sehen uns, lachen uns an und dann so 100 Meter, bevor wir uns treffen und eigentlich, oder 50 Meter, ein High Five geben wollten. Beide zack, Krampf. Beide parallelen Krampf. Und wir standen da und kamen uns näher und haben uns kaputt gelacht. Wir haben es wirklich, wir haben es gegenseitig ausgelacht. Ja. Grandioses Ding. Ja, ja. Siehst du, das never. Ja, und dann, ja. Genau, wir müssen hier ein bisschen jetzt auf die Tour betreten, ja, also, weil es deswegen nicht interessiert. Ich habe dann 8,41 gemacht irgendwie. Ich bin 49 geschwommen, 4,32 Rad gefahren. Das war ein bisschen vielleicht zu schnell, aber war geil. Und 3,16 gelaufen, da sieht man halt, dass es nicht so geil gewesen ist. Ja, und laufen konntest du eigentlich am besten. Ja, da hätte ich eigentlich weit mehr geplant, aber egal. Und was hast du nochmal? Genau, ich habe auch nochmal im Zielkanal einen Krampf gekriegt, wurde dann von der vierten Frau überholt, die ich dann noch versucht habe, zurück zu überholen in meinem Wahn, was natürlich nicht geklappt hat.
Bin da mit 906 rein. Ja, ich glaube, es war 47 irgendwas oder 48, 10, ich weiß nicht, müsste mich mal korrigieren. 4,38 Rad gefahren und dann 3,36 grandios gelaufen, gewalkt. Ja, aber für den Schwimmer nicht schlecht. War super. Ja, also ich habe insgeheim, habe ich immer gesagt, mein Traum war unter 10 für das Rennen. Das stimmt, ja. Und mir haben sie alle gesagt, ich will finishen, erste Langdistanz finishen, das meinte ich auch so. Dann haben sie gesagt, ja komm Zeller, sag mal eine Zahl. Dann habe ich 8,45 gesagt und dann meinte ich, ja, bist du bekloppt? Weil damals war das wirklich noch das ist heute keine schlechte Zeit, aber damals war das halt, hat das noch mal einen anderen Stellenwert gehabt. Ich meine, heute mit den Suits und den Aerotests und ich weiß nicht, was alles. Ja, und auch die Breite, ne? Also ja. Die Leute, guck mal, womit man sich beschäftigt, die Leute werden besser, es werden mehr. Es gab noch keinen YouTube-Channel, wo man das erklärt bekommen genau. hat. Auf jeden Fall, und dann, und eine lustige Story ist dabei ja noch zu erzählen, und zwar musste Freddy ja ein paar Wochen später 15 Magnums essen. Und das hat er auch clever gemacht, bin ich ihm nach wie vor auch dankbar, weil er meinte, du kannst nichts mehr und du brauchst ein einfaches Ziel oder ein einfaches Ding, warum du das machst. Und dann meinte ich, wir machen jetzt mal eine Wette. Meine ich so, okay, wenn du, wenn ich schneller bin als du, also als eine 8,48, dann muss er Magnums essen. 20 Stück? Eigentlich 20 Stück, ja. Wir haben uns dann später auf 15 geeinigt und es mussten nicht nur Magnum Weiß sein, es durften auch andere sein. Und wenn ich langsamer gewesen wäre, hätte ich es essen müssen. Und deswegen waren die letzten Kilometer für mich, ich will keine 20 Magnum Weiß essen. Das war das Einzige, woran ich wirklich gedacht habe. Geil. Hat funktioniert. Also guter Tipp für alle. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Geht irgendeine dumme Wette ein. Ja, war cool. Und Freddy hat gelitten. Dem ist fast die Lippe eingefroren. Und das Geile ist ja auch noch, ich glaube, nicht nur die Lippe, dem war einfach arschkalt auch. Ja, der wurde Körper kennt der Natur, ist richtig runtergefahren, ja. Das Geile an so einer Wette ist ja auch, die kann einen motivieren und einer hat nachher eh noch Spaß. Ja. Also doppelt gut. Na, so. Nicht nur einer, sondern wir hatten Spaß. Ja, wir hatten. das war nämlich dann ein Nix alter WG, wo wir das dann umgesetzt haben. Genau, stimmt. Das war echt schade, dass wir da noch nicht so Sachen gefilmt haben wie heute. Das war ganz gut so. Ja, das hätte viele Views bekommen. Ja. So, Thema abgehakt. Das ist vorbei. Jetzt sehr, sehr lang geworden. Wir hoffen, wenn euch das, vielleicht müssen wir so einen Hinweis machen, ihr könnt vorspulen oder sowas, wenn euch das nicht interessiert. So, Limits im Ironman, machen wir einfach ein Video. Ja, ich wollte noch ganz cool, ja. Ich wollte nur noch sagen, wenn das aber trotzdem welche geil finden, können sie es ja trotzdem auch kommentieren, weil wir finden ja auch gerade heraus, wo wir mit diesem Podcast hingehen. Findet ihr solche Stories cool oder eher nicht? Nick, du weißt, dass wir nur einen Ironman gemacht haben. Nee, du hast dann nochmal einen Ironman gemacht. Ich habe nochmal einen Ironman. Ich habe noch so eine Story. Ich aber nicht. Ja, aber wir wissen ja auch sonst noch ein paar Geschichten. Ja, aus dem Trainingslager oder so. Trainingslager-Stories sind eigentlich noch cooler. Noch besser. Also wer die hören will, kann das kommentieren. So, jetzt aber zum Thema, was wir auch, das wollte ich nämlich, mir ist es jetzt wieder wie Schuppen von den Augen gefallen, was ich ganz am Anfang wieder sagen wollte und was ich auch dann das zweite Mal vergessen hatte. Wir wollen ja hier im Podcast auch immer ein so ein wissenschaftliches Thema behandeln, dass wir so ein bisschen die Verbindung zum YouTube-Kanal behalten und dass wir nicht völlig abdriften, was gerade ganz schön stark passiert ist. Und zwar Limits im Ironman. Ja, ich hatte gesagt, was verbirgt sich dahinter? Ich hatte gesagt, wir machen einfach ein Video dazu. Nein, Quatsch, ich wollte es eigentlich nur kurz abreißen, weil natürlich stellen mir mittlerweile auch viele Leute die Frage, Sebastian, was hältst du denn für möglich? Also es gibt ja Breaking 2, das Projekt zum Marathon. Vielleicht gibt es mal Breaking 7:30, 7:25, keine Ahnung. Wo stehen wir jetzt? 7:35, glaube ich. Ja, knapp dran. Mit Frodeno. Was ist denn so drin? Auch vielleicht auch auf Hawaii? Im Grunde glaube ich, dass man da schon sehr gute Kalkulationen auf physiologischer Basis aufstellen kann. Und wenn ihr daran interessiert seid, haut es mal in die Kommentare, dann werden wir da wirklich mal ein Video zu machen. Weil ich glaube, das ist halt für viele auch nochmal sehr interessant, weil dann gewisse Themen, also sagen wir mal auch Richtung Doping oder so, wird man da auch ein bisschen entkräftigen können. Also das, ich sage das mal vorweg, alles das, was ich momentan sehe, also in der Weltspitze, Top 10, einen Namen klammern wir jetzt mal aus. Ich glaube, der in den Top 10 war, aber ist ja auch egal. Aber wirklich mal die Weltspitze. Obelix, ja. Die Leistungen, die ich da sehe, halte ich nicht für unrealistisch. Ganz im Gegenteil. Ganz blöd gesagt, wundere ich mich manchmal, dass das nur so wenige konstant können. Das ist sehr provokativ, bin ich mir völlig drüber im Klaren. Und ich würde aber gerne mal zeigen oder kann euch dann ja gerne mal zeigen, woran ich das ausmache und wie wir da vorgehen können. Also wir sprechen jetzt hier über physiologische
Leistungslimits und Begrenzung und was im Körper möglich ist, von auch ausgehend von Werten, die schon real irgendwo bei Spitzensportlern gemessen worden sind. Ne? Also nur um das mal kurz ein bisschen einzuordnen. Ja. Genau, da machen wir auf jeden Fall ein Video drüber. Ich würde es jetzt aber trotzdem, weil es ja jetzt auch schon im Podcast ist und wir es ja auch drin behalten wollen, nochmal so ein bisschen leicht anreißen. Du einfach so schon mal raushaust, was du denkst, einfach vielleicht runtergebrochen auf schwimmen, Radfahren, laufen. Ich meine, du hast es jetzt noch nicht final ausgerechnet, das müssen wir dann, das machen wir dann quasi live im Video. live im Video vorbereitet. Was du so denkst, okay, das könnte realistisch sein, da könnte es hingehen. Plus, dann haben wir ja gerade noch so einen deutschen schnellen Marathonläufer, der jetzt ein interessantes Projekt für nächstes Jahr in Rot angekündigt hat. Ist das schon offiziell? Das ist schon offiziell, sonst machen wir das jetzt offiziell. Aber wir nennen noch keinen Namen. Auf jeden Fall will er nachher versuchen, soweit es geht, an die 2:30 ranzurennen. Ja, also um das mal anzureißen, im Grunde geht es da um Energiemanagement. Also wenn man sich auch aktuelle Tendenzen im Ironman oder überhaupt im Profisport anguckt, dann muss man ja sagen, da geht es gar nicht mehr so viel darum, die physiologische Leistung zu steigern, sondern vielmehr darum, so ja, ökonomisch wie möglich zu sein. Also so ein Projekt wie das Project 101 oder 101, je nachdem, von Patrick mit Sauber und Swisscide mit dem Jean-Paul Bia. Wo man echt sagen muss, okay, da geht es halt wirklich nur noch um Prozentpünktchen, aber eben aus der gegebenen Leistung so die höchstmögliche Geschwindigkeit rauszuholen. Das heißt, wir reden ja gar nicht mehr darüber, wie können wir jetzt noch mehr Watt vielleicht treten. Ja, teilweise, klar. Aber im Grunde ist es relativ klar, dass wir so bei 4 Watt pro Kilogramm drüber drunter und optimalerweise vielleicht, weil das, sagen wir mal, zwischen Leistung, Körpergröße, also Stirnfläche auf dem Fahrrad, also absolute Leistung, Stirnfläche und Körpergröße so ein Optimum darstellt, liegen wir dann vielleicht bei 300 Watt. Plus, minus, das sehen wir ja auch bei Cameron Worth, der das ungefähr fährt, bei vielen anderen auch. Also der Dan Lorang hat zum Beispiel jetzt von David McNamee einen Powerfile vorgestellt auch von Hawaii. Der hatte jetzt 287 Watt. So, dann kann man sich auch die Frage stellen, warum fährt er mit 287 Watt so viel langsamer als Cameron Worth mit 300 Watt oder keine Ahnung, wie viel der dann tatsächlich gefahren ist. So, und das hängt eigentlich mehr oder weniger mit der Energie, die wir zur Verfügung haben, zusammen. Du weißt ja auch selber, um da nochmal kurz reinzuschauen, Johann ja auch, Ironman Lanzarote, wo er als erstes vom Rad geht, leider das Rennen nicht beendet, aber da ist auch 300 Watt gefahren. Ironman Texas 297, das war, Texas das 297, war schon ein Trima, glaube ich, bei Pushing Limits auch. Ja, genau. Können wir nochmal verlinken, den Link unten drunter im YouTube natürlich, wenn ihr das hier woanders hört. Was womit es damit zusammenhängt ist, also wir haben da ja einen gewissen Energieumsatz, ja, das würde ich ja mal vorrechnen, das ist ein bisschen schwierig jetzt. Und davon haben wir immer einen gewissen prozentualen Kohlenhydratanteil. Und die Kohlenhydrate, wissen wir alle, sind begrenzt. Und das können wir natürlich runterschrauben, wie wir, so weit wie möglich. Ja? Deswegen reden wir ja auch so viel über den Fettstoffwechsel, in Anführungszeichen. Aber auch das ist begrenzt. Ja, und das, da gibt es auf jeden Fall ein Limit. Das heißt, ich kann nur eine gewisse Energie auf dem Rad anwenden oder verbrauchen, weil ich bin ja schon quasi fast eine Stunde ohne, also inklusive Wechsel, fast wirklich eine Stunde auf Hawaii zum Beispiel, geschwommen. Da konnte ich keine Energie zu mir nehmen. Plus, ich muss dann noch irgendwie sowas wie Marathon laufen. Und beim Laufen, die Energieaufnahme wird viel diskutiert, bin ich mir völlig im Klaren, ist aber wahrscheinlich ein bisschen schlechter als auf dem Rad. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, egal was wir für Mengen annehmen. Auch nochmal ein Thema, worüber man sich unterhalten kann. Aber wir haben dann irgendwie unsere Glykogenspeicher und das, was wir aufnehmen können. Und das ist ja ein Rechenexempel. Also im Grunde ist das, ja, das ist noch nicht mal Mittelstufen-Mathematik. Mit der man das im Grunde berechnen kann. Und das können wir dann ja einfach mal machen. Ja, finde ich sehr geil. Dann habt ihr jetzt schon mal einen kleinen Einblick. Wir wollen das hier nicht zu lang werden lassen. Wir sind jetzt schon bei 1:03. Deswegen halten wir es nochmal kürzer in dem Ding mit Limits im Ironman. Und ich glaube, ist jetzt auch nochmal klar geworden, wir brauchen da ein bisschen Zahlen dahinter. Und wenn ihr das jetzt im Podcast hört, ist es ein bisschen abstrakt und ihr kommt da eh nicht so hinterher. Außerdem fehlt uns selber da die Tafel. Genau. Ja. Was haben wir noch? Einen letzten Punkt. Genau. Wir wollen immer so euch ein bisschen was mitgeben, womit wir uns aktuell beschäftigen. Das kann so querbeet sein. Ne? Also das ist jetzt heute mal noch ein bisschen sportlich angehaucht bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Das musst du uns dann gleich verraten. Immer sportlich. Aber ich glaube, demnächst werde ich auch mal ein bisschen was anderes mal empfehlen. Und das kann so eine Buche. Hast du noch andere Interessen außer Sport? Ja, gerüchteweise. Auf jeden Fall, oder andere Interessen im Sport. Harry Potter. Nee.
habe noch keins von gelesen, um ehrlich zu sein. Dann empfehle ich das. Ja, also heute habe ich mal eine oder zwei Hörbuch-Empfehlungen für euch, weil es ja irgendwie auch ein spannendes Thema ist, wenn man mal irgendwie viel unterwegs ist. Also die Leute hören ja nicht umsonst Podcasts und mittlerweile auch viele Hörbücher. Deshalb für euch heute mal zwei Tipps. Und zwar einmal von Alex Hutchinson, Enduro, Mind, Body and the Curiously Elastic Limits of Human Performance. Ein richtig, richtig cooles Buch. Ich habe das leider nur als Hörbuch auf Englisch gefunden. Beschäftigt eigentlich im Grunde damit so ein bisschen abseits von dem, und deswegen habe ich das jetzt auch vorgestellt, was wir hier besprechen. Weil natürlich ist es so, dass wir eine physiologische Komponente haben, aber auch immer wieder eine mentale Komponente. Oder was auch immer, also er stellt verschiedene Sachen vor, ich will jetzt ja nicht alles erzählen, aber ein Beispiel ist ja zum Beispiel die Bannister-Meile, ja, wo Roger Bannister war der erste Mensch unter 4 Minuten auf der Meile und das haben da ja vor Jahre und Jahrzehnte Leute versucht und das Lustige ist, als er es dann geschafft hat, haben es in den nächsten Wochen und Monaten plötzlich 20 Leute geschafft. Und das hat ja nichts mit der Physiologie zu tun, sondern einfach plötzlich ist es möglich. Mindset. Ja, so wie Lothar Leder ist der erste Mann unter 8 Stunden auf dem Ironman und seitdem ist das, ja, das geht. Ja, Patrick ist der erste Mensch unter 8 Stunden auf Hawaii. Ich bin mir auch sicher, das werden wir jetzt öfter da sehen. Genau, und ja, je nach Bedingung, aber jetzt ist es plötzlich wieder möglich. Ja, aber kannst du dich auch daran erinnern, es gab noch so ein Rennen mit einer 8-Stunden-Marke. Das war Frankfurt. Ich glaube, Chris McCormick war der erste, wo er im Zielkanal noch gesprintet ist. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Oder was Timo Bracht? Nee, ich glaube, jetzt hast du mich. Ich meine, es war Macker. Ich weiß nicht. Also Timo hat es ja auch ein paar Mal gewonnen. Ja, ja, und auch unter 8 Stunden dann irgendwann. Aber ich meine, Macker war der Erste, der das Ding. Oder Frankfurt-Beispiel auch, man kann nicht Frankfurt und Hawaii gewinnen. Stimmt. Und dann hat Sebi Kienle es gemacht. Ja. Glaube ich, oder? 2014? Mhm. Boah, maximales Halbwissen. Spätestens war es dann Frodo, fertig. 2015 dann. Nächstes Mal sind wir besser vorbereitet. Sebastian, du musst dich einfach besser vorbereiten auf diese Podcasts. Nee, das geht auch so. So, und dann nächstes Buch, und das ist eins mal, oder Hörbuch, ich habe es aber damals gelesen, aber ich, wie gesagt, heute mal als Hörbuch, von Christopher McDougall. Wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher, weil es sich nochmal auch wieder anders mit dem Sport beschäftigt, und zwar Born to Run. Ein vergessenes Volk und das Geheimnis der besten und glücklichsten Läufer der Welt. Und das ist etwas, wovon wir, glaube ich, auch als verbissene, detailverliebte Triathleten etwas lernen können. Mach das mal. Hört sich zumindest so an. Ja, ist richtig, richtig cool. Macht richtig Spaß. Und wenn ihr wissen wollt, woher die Chiasamen kommen, danach wisst ihr es. Genau, und unser Tipp, Hörbuch kostet ja irgendwie dann auch schnell wieder Geld, aber bei Audible, wie ist das? Ja, wir verlinken das einfach mal. Die haben da immer so, das habe ich nämlich jetzt selber gerade gemacht, deswegen haben wir es im Kopf. Die haben so ein Amazon, Audible, was auch immer, kann man so ein 30 Tage, sind es glaube ich, Testmonat kostenlos abschließen. Okay. Und dann kann man das einfach mal. Und hat man ein Buch dabei, oder? Ja, ich meine eins pro Monat, was er dann. Oder halt mit verschiedenen E-Mail-Adressen. Also. Ja. Hast du das schon mal? Nein. Nein, habe ich noch. Sowas habe ich noch nie gemacht. Also, sowas empfehlen wir nicht. Ganz ausdrücklich Disclaimer hier. aber genau, hauen wir einfach mal unten rein, weil wir es jetzt selber gerade haben. Ja, dann komme ich jetzt. Ich gehe so ein bisschen. Jetzt hast du hier so richtig nutzvolle Dinge. Bei mir geht es natürlich wieder mehr in die Internetwelt und Entertainment so ein bisschen. Obwohl, ein Tipp ist auch ein bisschen Hintergründe und Wissenschaft. Ich fange mit dem ersten an auf Instagram. Und zwar folge ich in letzter Zeit super gerne Rick Tabel. Warum? Ist einfach lustig, der Typ. Folgst du dem Löwen? Ja, ich folg dem Löwen. Um das zu verstehen, muss man natürlich den Besenwagen-Podcast hören. Genau, ja. Da bin ich auch angefangen, dem zu folgen, muss ich sagen. Ja. Und so die Storys, die er immer jeden Tag macht und so die Einblicke ins Profi-Radfahrer-Dasein und das Ganze noch mit einer geilen Schippe Humor ist auf jeden Fall richtig lustig und zieht euch das mal rein. Und heute hat er sich leider das Schlüsselbein gebrochen. Ja, stimmt, das hast du eben gesagt, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Schwerer Sturz, gute Besserung. Ihr hört es wahrscheinlich nicht, aber... Wenn irgendjemand es hört, der ihn kennt, persönlich, gute Besserung von uns. Genau. Und mein zweiter Tipp, auch auf Instagram wieder, Paul Schmidt, Running Power. Auf jeden Fall. Running Power auf Instagram. Paul ist nicht der nur... Der hat viel zu wenig Follower. Ja, der hat viel zu wenig Follower. Der ist nicht nur ein geiler Läufer, sondern der ist auch noch Arzt. An der Charité. An der Charité in Berlin und Wissenschaftler und verdammt schnell. 2:19 Marathon, 10 Kilometer unter 30.
Der Typ weiß, wie man schnell läuft, ist auch noch cool und ist auch Wissenschaftler. Also absolute Empfehlung. Schaut euch mal an, Running Power auf Instagram und zieht euch das rein. Und die Zeiten, die du gerade genannt hast, die hat er ja meistens nur durch, so auf dem Weg zur Arbeit genau, trainiert. Genau, also sein Training sind Run-Commutes. Das heißt, der rennt in Berlin, wohnt in Berlin oder fährt mit dem Rad in Berlin zur Charité morgens hin und abends zurück und macht dann halt da Fahrtspiel, Tempoläufe, Dauerläufe, was auch immer. Also er nutzt seinen Arbeitsweg als Training. Das ist krass. Das ist einfach. Und das nur zeigt er krass. Auch auf Instagram alles und belegt das immer mit Daten, Zahlen, Fakten, seine Trainingseinheiten auf Strava, lädt er auch hoch. Auf Strava könnt ihr ihm auch folgen. Da lädt er alles hoch. Der lädt sogar hoch, wenn er 5 Kilometer zum oder 2 Kilometer zum Bäcker fährt. Wichtig. Aber ja, auf jeden Fall saugeil, absolute Empfehlung. Running Power auf Instagram. Warte mal, Nick, das hört sich so ein bisschen verliebt an. Ja, ich bin auch verliebt ein bisschen. Um mich zu revanchieren für den Anfang. Gut, so, Leute. It's a wrap. Hä? Ich würde sagen, wir müssen Schluss machen. Yes. Das war's und wer bis hierhin gehört hat, kann mal ich schreiben. diesmal nicht wieder. Diesmal nicht. Ja, bitte wirklich nicht. Sollen wir einen Disclaimer aufnehmen vorweg, dass wir sagen, ihr, wen es nicht interessiert, von dann bis dann ist das und das Thema. Wir können das ja in die Beschreibung packen. Ja, aber ich weiß nicht, ob man das überall machen kann. Bei iTunes liest, glaube ich, keine Sau Beschreibung. Doch, geht auch. Ja, geht. Aber hast du bei iTunes schon mal eine Beschreibung gelesen vom Podcast? Ja. Von übrigens auch. Weil du Wissenschaftler bist. Von A wie FNR. Was das ist, das in nächste Woche. Ja, ich nicht. Wir gucken mal, wie wir es machen. Also, vielen Dank fürs bis hierher Zuhören, wer es geschafft hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö.